Ja, hallo zum heutigen Video. Heute haben wir etwas verspätet unser Silvester zusammengeschnitten für euch. Es war durchaus turbulent, aber ein trotzdem schönes Silvester. Ja, am Morgen danach, sprich am Nachmittag, habe ich auch seit langem wieder mal einen Wunsch von mir erfüllt und euch da auch fleißig mitgefilmt. Ein paar haben es vielleicht auf Instagram schon gesehen und können es jetzt ahnen. Aber ich verrate euch jetzt nicht mehr und ja, schaut euch einfach das Video an, dann seht ihr, was ich genau meine. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, hier kann man noch gut die Ruhe vor dem Sturm sehen. In der Früh waren die Pferde noch komplett entspannt am Reitplatz und haben dort ihr Leben gechillt. Die Sonne hat auch wunderbar gescheint. Es war echt ein traumhaft schöner Tag. Schnee wäre natürlich schön gewesen, aber ja, grünes Silvester ist auch witzig, mehr oder weniger. Ja, und dann ging es eben los. Hier war es noch etwas entspannter, da war es ungefähr 10 Uhr abends. Da habe ich ihnen auch ausnahmsweise ein bisschen Heu am Reitplatz verteilt. Einfach, dass sie ein bisschen abgelenkt sind und auch etwas zu tun haben. Natürlich sollten die Pferde dann nicht immer vom Reitplatz fressen, weil das dann auch mit dem Sand nicht gut ist. Und gehört dann natürlich auch wieder sauber weggeputzt. Ja, mich scheißt. Ja, hier kann man es gut sehen. Die vereinzelten Kracher, sage ich jetzt mal, und Raketen, das ist ihnen komplett egal. Da schauen sie gerade ein bisschen. Die ist sauer. Ja, wieso? Wenn man runterhauen muss, weiß man nicht genau, wie es ist. Ja. Dann müssen wir die fette Batterien und so unzählige. Ja, und dann war es auch schon Mitternacht. Wie man hier noch ein bisschen hören kann, ist es hier wesentlich lauter. Dazu muss ich leider sagen, wir hätten uns nicht gedacht, dass es heuer bei uns so schlimm ist, da eigentlich von unseren Nachbarn hier im Stall eigentlich niemand schießt und ansonsten jeder auch selber Haustiere hat und dementsprechend halt auch ein bisschen drauf schaut, damit da jetzt nicht zu viel Krach ist. Leider haben da genau die Nachbarn, die selber sogar einen Hund haben, ziemlich viel geschossen und das eben nicht nur normale Raketen, sondern das alles Mögliche, was sehr laut auch Geräusche gemacht hat. Und das eben fast direkt neben dem Stall, das war dann natürlich für die Pferde ein bisschen zu viel. Und sie sind auch dementsprechend viel gelaufen, hier sieht man es eh. Ja, ich war dann auch kurz vor den Tränen, also den Tränen nahe, weil mir echt so leid getan haben und ich war dann auch schon so, so böse, weil ich es einfach nicht verstehe, dass Leute, die selber Haustiere, Hunde oder weiß ich jetzt nicht, haben und dann überhaupt nicht Rücksicht nehmen, vor allem wenn man neben einem Stall wohnt. Vor allem man sieht es ja, dass sie laufen. Alles mit Maß und Ziel wäre uns natürlich vollkommen egal gewesen, aber es war eben um 10 Uhr schon sehr laut. Und dann eben um 12 Uhr auch nochmal, sage ich jetzt mal, sind die komplett ausgerastet mit ihren Raketen. Und das, ja, verstehe ich einfach nicht. Ihr könnt uns gerne in die Kommentare schreiben, wie eure Pferde an Silvester reagiert haben. Und hoffentlich ist es auch bei euch alle gut ausgegangen. Mama hat dann eben auch noch die gedörrten Äpfel geholt. Die haben dann die alle nochmal ein bisschen mehr beruhigt. Der Chili war da immer ganz nervös, der Bakey war dann eher schon hier vorne bei uns, der suchte immer dann die Nähe von den Menschen, die er eben kennt. Da fühlt er sich dann auch ein bisschen sicherer. Ja, man sieht, wie verzweifelt ich da am Reitplatz herumrenne. Ja, Papa war auch tatkräftig als Unterstützer da, um die Pferde ein bisschen zu beruhigen. Ja, dann ist der Chili auch nach vorne gekommen, hat ein paar Äpfel gefuttert. Vor allem so kleine Raketen wären ja dann auch egal gewesen. Nur eben die ganzen lauten, es gibt ja dann auch so Boxen oder wie das heißt, eben so automatische Dinger, die was dann so ganz schnell hintereinander losfliegen.
Das ist dann leider alles zu viel gewesen. Hier sieht man es dann eben schon, da ist ein bisschen nach 12 Uhr, da ist dann auch schon ruhiger geworden. Da haben wir sie dann auf den Reitplatz wieder reingeholt. Ja, da haben sie dann herinnen eben noch am Paddock noch ein bisschen gefressen. Auch zum Rüberen, eben ab der Heuhütte, haben wir zugemacht, einfach, dass sie hier ein bisschen kompakter zusammen sind, um eben, sage ich jetzt mal, ein paar Verletzungen zu vermeiden eben. Es war definitiv aber auch gut, dass wir sie am Reitplatz gelassen haben um Mitternacht und eben vorher schon. Somit haben sie eben genug Platz gehabt zum Ausweichen und eben zum Laufen und haben sich so hier herinnen im kleinen Paddock eben nicht verletzen können. Ja, so sah es dann am Morgen aus. Pferde waren noch etwas, ja, nicht direkt verstört, aber halt einfach noch ein bisschen geschreckt. Weil normalerweise kommen sie ja gleich her und begrüßen einen. Das war hier eben nicht der Fall. Ja, da waren sie noch ein bisschen fertig von der Nacht. Aber ist alles gut gegangen, ohne Verletzungen und so. Das ist sehr positiv. Ja, und am Nachmittag ist der Becky dann ganz erschöpft und müde ein bisschen in der Sonne gelegen und hat ein bisschen, ja, die Sonne eben genossen und geruht. Und dann eben, wie vorher schon mal erwähnt, gehört natürlich auch das ganze Heu wieder säuberlich vom Reitplatz geschüttelt, sage ich jetzt mal, und weggemacht, damit eben auch der Sand schön bleibt und die Pferde eben nicht das vom Sand fressen. Ich bin dann zum Stall gegangen und habe den Chili ready gemacht, denn ich hatte große, große Lust, ein Neujahrsspringen sozusagen zu machen und habe mir hier ein paar Hindernisse aufgestellt. Und dazu sage ich gleich mal, ich glaube, ich bin jetzt über ein Jahr nicht mehr gesprungen und der Chili auch nicht. Und es hat uns beide wieder so wahnsinnig Spaß gemacht. Das einzige Problem ist natürlich noch der Linksgalopp, wobei ich immer ein bisschen schauen eben musste, dass er umspringt und immer ein bisschen korrigieren. Aber ist ja beim Springen nicht so tragisch, nur ist es halt wieder blöd, wenn er dann eben denkt, er darf wieder anders galoppieren. Hier zum Beispiel war es eh richtig, da war ich dann auch teilweise sehr stolz auf ihn, weil er dann auch wieder richtig angaloppiert ist. Ja, war eine tolle Abwechslung, das Wetter war traumhaft. Und ich selber bin ja schon lange nicht mehr im Chili geritten, das war wieder sehr ungewohnt. Er war auch etwas steif vom Lenken an diesem Tag, aber es hat so, so Spaß gemacht. Hier sieht man es eh wieder, hier ist er wieder, ja, Außengalopp. Da muss man ihm dann Gas geben und dann ist er auch schon wieder richtig. Dabei ist dann halt auch oft das Problem, dass er in Kreuzgalopp kommt, aber das korrigiert er oft schon selbst, das merkt er selber, dass das nicht ganz stimmt. Und ja, das wird dann mit der Zeit auch. Und ja, ein paar tolle Sprünge haben wir hingelegt. Ein paar waren, ja, mehr oder weniger gut. Die Distanz ist bei uns auch noch nicht so gut bemessen, sage ich jetzt mal. Ja, aber was soll man sagen, ich bin jetzt kein Springreiter und mache das einfach nur zum Spaß. Da muss jetzt nicht alles super duper passen. Eben hier jetzt die Distanz war nicht so gut. Ihr auch nicht, aber was soll's, Spaß soll's machen und in Chili soll's Spaß machen und das hat es definitiv. Beim Chili merkt man einfach, wenn ihm etwas Spaß macht, da ist er dann auch gleich mit der voller Power dabei und er zieht auch immer ziemlich auf die Sprünge zu. Das hat man auch beim Probereiten vom Sattel schon gemerkt. Da haben wir auch einen kleinen Probesprung aufgebaut. Und da habe ich mich auch schon sehr sicher im Sattel gefühlt und der Chili hat auch sehr viel Spaß dabei gehabt bei einer kleinen Stange, bei einem kleinen Sprung. Und ja, hier bei den Hindernissen merkt man es dann natürlich auch wieder komplett, dass er da seine Freude hat. Und das ist natürlich auch sehr toll zu sehen. Leider ist es ja relativ warm zurzeit und ist dann mit Winterfell ein bisschen blöd. Jetzt wirklich, ich sage jetzt mal eine Stunde starkes Training zu machen. Deswegen war das jetzt auch nicht länger als wie eine halbe Stunde. Sonne hat ja schließlich auch gescheint und es war echt warm. Ich habe ziemlich geschwitzt mit meinem langärmeligen Shirt. Also ich hätte da wirklich auch mit einem kurzärmeligen reiten können und es wäre mir trotzdem noch sehr, sehr warm gewesen. Ja. Man sieht hier eh recht gut, dass der Chili recht schwitzt.
Ich habe dann auch immer wieder probiert, dass er mal umspringt eben und eben Wendungen geübt. Das ist ja gerade im Chili noch nicht so. Es war eine Zeit lang sehr, sehr gut. Bin ich eben eine Zeit nicht auf ihm geritten, auch nicht gesprungen. Und jetzt ist er ein bisschen steif, sage ich mal. Aber das wird dann auch wieder... Ja, ein paar Sprünge sind eben echt super geworden. Chili hat das kleine Problem, dass er gerne mal nach einem Sprung durchpariert. Ja, Mama hat ihn mir dann davor eben auch noch aufgewärmt. Und Basti ist dann mit Becky noch ein bisschen gegangen. Und danach dürfte der Chili noch ein paar Runden im Schritt drehen, damit er noch ein bisschen trocknet. Man sieht hier, hier rinnt überall der Schweiß runter. Ja, aber es war ein echt tolles Neujahrsspringen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt uns selbstverständlich gerne in die Kommentare schreiben, wie eure Pferde an Silvester reagieren, wie sie da drauf sind und hoffentlich ist auch euren Lieblingen nichts passiert. Und ja, dann würden wir noch über ein Like und ein Abo recht herzlich freuen. Natürlich könnt ihr auch, uns auch jede Menge Fragen in die Kommentare schreiben. Wir werden sie euch selbstverständlich beantworten. Ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.